Es ist wieder, wer weiß denn sowas, Zeit. Zeit für eine neue Ausgabe, Zeit für neue, wunderbare, spannende, interessante Fragen. Sie werden bestimmt hier und da auch staunen, was es wieder alles zu erfahren gibt. Und Sie werden staunen, wen wir heute zu Gast haben. Lena Gerke ist bei uns, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. Liebe Lena, du moderierst, du bist ein erfolgreiches Model, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, du bist ein Online-Star. Fällt ja immer so auf. Ja, natürlich. Das ist unangenehm. Ja, aber es ist doch so. Ist doch mal besser, wenn andere das sagen. Über sich selber kann man ja so schlecht irgendwie so was sagen. Stimmt, wir kennen uns auch schon so gut, Kai. Genau, du darfst das sagen. Ich darf das sagen. Ne? und du bist natürlich auch noch, bist verheiratet, bist Mama und so. Ich bin nicht verheiratet. Ah, du bist nicht verheiratet? Nee. Ich hab nie geheiratet? Nein. Nee, da sind wir nämlich bei dem Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Ja, vielleicht war einfach noch keine Zeit zum Heiraten. Ja, das kann tatsächlich sein. War viel los auf jeden Fall. Du gehörst auch zu den Menschen, wo man sich immer fragt, wie geht das alles zusammen? Ja, frage ich mich auch oft abends. Aber es gelingt. Ja, ich hoffe, dass Bernhard mich heute richtig supportet von rechts. Ja. Aber, ja, ja, ja. Aber ich weiß, er macht das. Ja. Ich gebe mein Bestes. Das ist nur manchmal nicht viel, aber ich bemühe mich. Ah, okay. Ja, ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Viel Spaß euch beiden. Ja? Lena und Bernhard. Machen Sie. Und auf der anderen Seite Johannes Strate. Erfolgreicher Solokünstler und natürlich auch Leadsänger der Band Revolverheld. Ne? Was habt ihr schon alles so? Ich meine, da sind wir wieder bei den Hochzeiten. Ne? Was habt ihr da nicht alles schon beigesteuert? Ne? Ach so, ja, ich bin auch nicht verheiratet. Ne? Du bist auch nicht verheiratet. Und, nee, das Lebensmodell gibt es nicht. Ja. Ja, und es könnte daran liegen, dass zu den Zeiten, wo andere gerne heiraten, da spielst du ja im Grunde am liebsten Konzerte, Festivals. Ja. Das stimmt. Ja, wir kennen das auch ganz gut und wir waren auf einer gemeinsamen Hochzeit eingeladen und ich konnte nicht. Ne? Genau, weil du wie Konzert so oft. Ja, es tut mir leid. Ja. Aber ja, es ist so. Wir sind natürlich viel unterwegs und auch mit Terminen, die dann einfach nicht verschiebbar sind. Ja. Wir freuen uns sehr. Das wird eine sicherlich sehr lustige, interessante Sendung. Johannes Strate mit Elton. Und apropos heiraten, das hilft euch beiden jetzt nichts, aber trotzdem interessant, passt gerade gut. Wussten Sie eigentlich, dass Paare, die in diesem Jahr in Rom heiraten, also italienische Paare, die in Rom heiraten, vom italienischen Staat jeweils 2000 Euro Unterstützung bekommen? Ach. Ja? Man möchte das unterstützen, also sozusagen das Hochzeitsgeschäft, ne, in Rom soll damit ein bisschen nach vorne gebracht werden. Wir schauen auf die Publikumsverteilung. Wie haben sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute entschieden? Hinter Lena Gerke und Bernhard 57 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Johannes Strate und Elton 50. Okay. Naja. So gehen wir jetzt in die heutige Sendung. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Fußball, Trick 17, tierisch, Technik, im Grünen, Antike, das Fragezeichen, Einspruch, Flaggen, Clever, Japan und Supermarkt. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich gebracht hat, hinter sich versammelt, darf die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Also gut. Und beide Teams haben einen Publikumsjoker. Ja. Vielleicht am ehesten tierisch oder Supermarkt. Tierisch oder Supermarkt. Manchmal kann man das eine im anderen kaufen. Wir nehmen, wir fangen mit Supermarkt an. Ja? Weil okay. Das Publikum war auch schon mal da. Ja, sehr gut. Dann ist das die erste Frage. Rohzucker. A. Wird im Laufe des Herstellungsprozesses nicht erhitzt. B. Sollte nicht von Schwangeren und Stillenden konsumiert werden. Oder C. Kann sowohl aus Rüben als auch aus Zuckerrohr hergestellt werden. Rohzucker. Rohzucker. Also, ich kenne nur Rohrzucker. Ja, Rohrzucker ist aber, ja, das ist genau also die Frage. Rohzucker, was ist denn damit gemeint? Also Rohzucker ist nicht weiter verarbeiteter Zucker. Also es ist nicht dieser weiße, saubere, cleane Zucker, sondern das ist... Ich meine, das wäre diese braun und grobkörnig. Also das Interessante ist das ja eigentlich Antwort B. Sollte nicht von Schwangeren und Stillenden konsumiert werden. Habe ich nie was von gehört, als ich schwanger war, dass ich da auf irgendeinen bestimmten Zucker achten sollte, nur dass man nicht zu viel Zucker essen sollte, aber nicht welchen Zucker. Aber wird im Laufe des Herstellungsprozesses nicht erhitzt?
Hast du irgendeine Tendenz, Bernhard? Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde nur B ausschließen, weil ich glaube auch, das hätte man mal gehört. Es sei denn, es ist genau diese Idee, da sind noch Reststoffe drin, irgendwelche Metalle oder so, wo man sagt, da soll man vorsichtig sein. Aber, sollen wir das Publikum fragen? Fragen wir das Publikum, Bernhard? Ja, wir fragen das Publikum. Außerdem sagt, wollen wir das schon aufgeben? Dann entscheid dir, dann sag, was möchtest du? Was ist deine Meinung? Ja, eben. Was machen wir? Du entscheidest, Bernhard. Publikum. Du entscheidest. Ja, gut. Los. Okay. Und es meldet sich auch schon jemand. Das ist schon super. Genau, darf gerne die Maske abnehmen. So. Hallo, mein Name ist Oskar Lubczyk, ich komme aus Marienhagen, das ist Landkreis Hildesheim. Hallo Oskar. Und ich tendiere zur Antwort C. Aha, woher beziehst du dieses Wissen, Oskar? Bei uns in der Nähe ist eine Zuckerfabrik und ich habe auf den Verpackungen gesehen, Zucker wie auch Rohrzucker in derselben Verpackung. Also ich glaube nicht, dass sie das importieren. Okay, gut. Oskar? Super. Mit großer Überzeugung vorgetragen. Ja, Antwort C haben wir festgehalten. Dann stellt sich nur noch die Frage, sind das die ersten 500 Euro? Rohzucker ist ein Halbfertigprodukt der Zuckerherstellung. Er gilt als roh, weil die Zuckerkristalle noch nicht vollständig von anhaftendem Sirup befreit sind. Im Gegensatz zu mehrfach raffiniertem, also gereinigtem Zucker, hat er daher eine braune Farbe und enthält noch eine geringfügige Menge an Mineralstoffen. Rohzucker kann sowohl aus Zuckerrohr als auch aus Zuckerrüben hergestellt werden. Rohzucker aus Rüben wird im Handel als brauner Zucker oder Candesfarin vertrieben. Rohzucker aus Zuckerrohr als Rohrohrzucker oder Vollrohrzucker. Die braune Farbe lässt also nicht auf den Ursprung des Zuckers schließen. Oskar, sehr gut. Ja, dann haben wir nicht sicher genug, oder? Die ersten 500 Euro. So, wir Aufsteiger, wir nehmen natürlich Fußball. Fußball, gut. Das machen wir. Welche Herausforderungen mussten die Kommentatoren der schottischen Partie Hamilton Academical gegen, also versus Arbroath FC im Februar 2022 meistern? A. Es herrschte eine Sichtweite von nur 15 Metern. B. Insgesamt 4 der aufgestellten Spieler hießen Hamilton. Oder C. Die schwarzen Trikots des Arbroath FC trugen schwarze Nummern. Ja, danke für die Frage. Also A würde ich erstmal ausschließen, weil wenn das eine Sichtweite von nur 15 Metern ist, ich glaube, dann wird ein Spiel auch abgesagt, weil das geht ja nicht. Die anderen können ja auch nichts sehen, das Tor nicht und sowas. Also, ja, aber das könnte ja die Herausforderung sein. Ja, aber dann aber glaubst du, dass wenn ein Verein Hamilton heißt, dass dann auch noch 4 Spieler Hamilton heißen? Das halte ich, könnte ich mir für eine Trickantwort. Kann ich mir vorstellen. Naja, es muss ja nicht unbedingt. Hamilton muss ja nicht. Die 4 Hamiltons müssen ja nicht nur bei Hamilton gespielt haben. Das stimmt, aber ich meine, da das schon im Namen ist. Ja, gut, klar. Ich halte das nicht für so ausgeschlossen, aber gut. Schwarze Trikots mit schwarzen Nummern, wäre das erlaubt? Da gibt es wahrscheinlich von der FIFA doch ein Regelwerk, dass die Nummer nicht dieselbe Farbe haben darf wie das Trikot. Also. Nee, wir gucken ja beide wirklich viel Fußball. Hast du das jemals gesehen, dass die Trikotfarbe dieselbe Farbe wie die Nummer hatte? Nie, oder? Nee, weil auch da hat der Schiedsrichter, da so. Gebe ich dir recht. Der sagt dann ja vorher schon, Leute, das können wir so nicht machen. Ja. Dann lässt er das Spiel ja gar nicht anfangen, oder? Würde ich auch so sehen. Also ich kann mir, also in Schottland gibt es halt Nebel. Ja. Der tritt dann vielleicht auch mal spontan auf. Aber das, ob der jetzt es ins Stadion reinschafft, fällt dir denn ja, Kopf, keine Ahnung. Ja, auf der anderen Seite so Kameras können natürlich auch was einfangen. Dann guckt ihr einfach auf den Monitor, aber. Wissen wir überhaupt, ob die Partie kann ja auch in der dritten Liga stattfinden? Es ist noch nicht mal ein Stadion, sondern einfach nur ein Fußballplatz. Ja. Also und dann hast du natürlich das nicht. Annehmen. Können wir gerne machen und ich sage, wenn es nicht stimmt, ich nehme es auf mich. Nee, ich bin im A. Okay. Am 9. Februar 2022 trafen in der Scottish Championship die zwei Vereine Arbroath FC und Hamilton Academical an der schottischen Ostküste im Gayfield Park aufeinander. Kommentatoren und Reporter der Partie hatten es nicht leicht, denn gleich 4 der aufgestellten Spieler hießen mit Nachnamen Hamilton.
Hamilton Academical stellte ihren Namensvetter Jamie Hamilton auf. Ihr Gegner Arbroath FC startete mit Jack, Chris und Colin Hamilton in das Spiel. Die Partie endete 2-2. Langweilig. Aber es ist doch keine Herausforderung für Schiedsrichter. Ja. Schade. Hätten wir es gewusst. Ja, ja, ja. Aber ihr wisst bestimmt auch die nächste Frage. Ja. Zu welcher... Schade, dass die Fußballkategorie jetzt schon weg ist. Mhm. Was welche Kategorie möchtet ihr denn gern? Eine juristische. Wirklich? Du kannst doch nicht bei allen Sachen sagen, weiß nicht. Was würdest du denn nehmen, Lena? Sag. Ja, du darfst entscheiden, Bernhard. Komm, ich hab wieder von, ich würde tierisch nehmen. Dann nehmen wir tierisch. Hm? Nein, aber... Ja, okay. Was ist denn das? Steh doch zu dem, was... Ich möchte dir... Dann kriegst du das auch. Ich krieg ja noch bei anderen Sendungen Einspruch. Ja, das ich habe schon so viel Einspruch hier. Was ist laut Forschenden der California State University der Vorteil des schwarz-weißen Fells der großen Pandas? Ah ja, das wissen wir natürlich. A. Die kontrastreiche Färbung schreckt Feinde ab. B. Sie sind dadurch in Schnee- und in waldreichen Gebieten getarnt. Oder C. Die verschiedenen Helligkeiten regulieren die Körpertemperatur. Also gerade im ersten Moment habe ich gedacht, oh, das wäre eigentlich so eine schöne Idee mit C. Mit der Körpertemperatur. Ja, das war auch mein allererster Gedanke. Wow. Weil irgendwie habe ich gedacht, das wäre von der Natur, glaube ich, so mega smart. Das heißt, die würden sich dann je nachdem, wenn es heiß ist, mit dem Bauch nach vorne stellen. Das würde denen helfen. Und wenn sie sich umdrehen, dann werden sie von hinten, wird das schwarze Feld beschienen und das wird dann wärmer. Also C hat mir sehr gut gefallen. Also das fand ich schon mal eine gute, kann ich mir vorstellen. Kontrastreiche Färbung schreckt Feinde ab. Das sehe ich gar nicht, glaube ich, oder? Grüner Wald, weißer Bauch, würde ich sofort essen. So. Ja. Und Schnee und waldreichen Gebieten getarnt. Ja, weiß ich nicht, da müssen die sich ja auch irgendwie, also im Schnee sind sie ja trotzdem immer noch schwarz-weiß und nicht nur weiß oder legen sie sich da nur auf den Rücken oder auf den Bauch. Vor allen Dingen überlege also, ich, ob ich die wirklich so im Schnee schon gesehen habe und wenn, passen die sich ja eher, also die Tiere, die sich Schnee anpassen, sind ja Fellwechsler. Da gibt's Fellwechsler. Fellwechsler. Deshalb sind wir doch beide bei C, oder? Wir sind beide bei C, glaube ich. Gehen wir das Risiko ein? Ja, natürlich gehen wir das Risiko ein. Wir gehen das Risiko ein. Es bleibt euch ja gar nichts anderes übrig. Ihr habt ja keinen Joker mehr. Ja, das stimmt allerdings. Ja, okay, Antwort C. 2017 und 2021 gingen Forschende der Frage nach, warum der große Panda sein ungewöhnliches schwarz-weißes Fell hat. Der ursprüngliche Lebensraum der großen Pandas erstreckt sich über asiatische Bergregionen mit verschiedenen Vegetationszonen. Ein Panda kann sein Fell aber nicht wie andere Tiere entsprechend wechseln. Sein schwarzes Fell fügt sich gut in dunkle Farbtöne, Schatten und Baumstämme ein, während das Weiße zu hellem Laub und Schnee passt. Die Forschenden vermuten, dass die Färbung ein Weg ist, damit Pandas in Schnee- und waldreichen Gebieten getarnt sind. Ja, das wurde durch eine internationale Studie dann auch bestätigt. Ja, es bleibt erstmal bei 500 Euro. Und ihr? Ja, ach so, was nehmen wir denn? Könnt ausgleichen. Nehmen wir Einspruch? Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, euer Ehren. Ja. Darf ein Arbeitnehmer ins Kino oder in ein Restaurant gehen, wenn er krankgeschrieben ist? Klar. A. Ja, nur innerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Hä? B. Nur, wenn es den Heilungsverlauf nicht verzögert. Ja. Oder C. Nein, jede Freizeitaktivität führt dann zu einer Abmahnung. Glaube ich nicht. Das kann ja nur B sein, oder? Ja, das glaube ich. Also innerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Das wäre super. Komplett lächerlich. Scheiße, schnell. Ich muss doch jetzt ins Kino. Ja. Ich hätte gerne die Rechnung. Ich muss um 18 Uhr hier raus. Also ich meine, das Problem, was viele denken, ich bin krankgeschrieben, ich muss unbedingt im Haus bleiben. Aber das ist ja Schwachsinn. Das ist ja auch Schwachsinn, je nachdem, für was man krankgeschrieben ist. Ne? Also, ja, wenn ich einen Arm gebrochen habe und ich kann halt dadurch nicht arbeiten. Nicht schreiben oder sowas, ja. Kann ich doch trotzdem ins Kino, ich muss ja nicht zu Hause bleiben. So ist es. Also wenn du nicht ansteckend bist oder sowas, genau das. Oder vielleicht hast du ja auch einen Fuß gebrochen und du musst sogar langsam den bewegen und sowas, musst sogar rausgehen. Und zum Restaurant, da musst du dich ja stärken und dann gehst du wieder zurück. Ja. Und zufällig bist du auf dem Kino vorbeigekommen und dann... Also ich weiß nicht, ob das zwingend zu einer Abmahnung führt. Hier steht jede Freizeitaktivität. Das heißt, auch wenn ich zu Hause esse, was ja meine Freizeit ist,
kriege ich denn auch eine Abmahnung? Oder wenn ich meine, gucke oder wenn ich zocke, das ist ja eine Freizeit. Also Freizeitaktivität wäre ja wirklich auch spazieren gehen, ne? Ja. Und das kann ich mir zum Beispiel auch sagen, wenn man eine Grippe hat, würde man ja sagen, du musst ja mal an die frische, der Junge muss an die frische Luft. Also, aber ihr habt doch, welche Meinung seid ihr denn? B. B. Ich hatte nur kurz den Eindruck, dass der Elton hier eine neue Podcast-Folge aufnimmt gerade. Wir schneiden das mit. Arbeitnehmer, die wegen Krankheit beruflich ausfallen, dürfen solche Aktivitäten ergreifen, die den Heilungsverlauf der Erkrankung nicht verzögern. Entscheidend ist also jeweils, unter welcher Erkrankung der Arbeitnehmer leidet. Wer etwa wegen einer psychischen Belastungssituation erkrankt, kann ohne Bedenken das Haus etwa für Freizeitaktivitäten wie den Besuch eines Kinos oder Restaurants verlassen. Wer aber zum Beispiel unter einem Beinbruch leidet und das Bein daher hochlagern soll, darf eine derartige Freizeitaktivität nicht ausüben. Zuwiderhandlungen können eine Abmahnung oder gegebenenfalls sogar eine Kündigung des Arbeitgebers nach sich ziehen. Jetzt nicht mehr. Ja, die ersten 500 Euro. So. Oh Mann, Bernhard, jetzt darfst Was? Du entscheiden. Jetzt haben wir Flaggen. Du möchtest Flaggen? Ja. Okay. Ja, du darfst. Horror, glaube ich. Die Flagge Papua-Neuguineas. Ja, A. Zieren vier Tiere, die es nur in Australien gibt. B. Enthält ein Kippbild, das zwei Dinge gleichzeitig zeigt. Oder C. Wurde von einer Schülerin entworfen. Eine Flagge hat definitiv kein Kippbild. Die ist gestrickt. Oder nicht gestrickt, die ist genäht, gedruckt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und zieren vier Tiere, die es nur in Australien gibt. Wenn ich mal so über meine Flaggenerinnerung hinweggehe, es gibt ganz wenige Flaggen, die überhaupt mit Tieren, so viel, oder? Also Tiere haben, wenn dann vier und schon gar nicht von fremden Ländern. Ich hätte jetzt auch gesagt, A, am ehesten nicht gefühlt, genau. Oder? Aber wurde von einer Schülerin entworfen. Ja, und das gibt es ja auch, die US-Flagge glaube ich auch. Das war so ein... Aber ist das dann nicht schon super lang her? Das muss doch dann super lang her sein. Ja, ich weiß nicht, wie lange Papua-Neuguinea... Gab es damals schon Schulen? Ja, also es gab mit Sicherheit schon Schülerinnen. Und es muss ja nur eine einzige Schule mit Schülerinnen gegeben haben. Eine Flaggenschule. Eine Flaggenschule zum Beispiel. Und Papua-Neuguinea ist ja die Frage, wir reden ja jetzt hier nicht von 1240. Papua-Neuguinea klingt für mich so ein bisschen nach den 40ern. Als sich die Engländer zurückgezogen haben. So, das wäre so meine Prognose. Echt? Okay. Deshalb wäre ich hier wieder bei C. Es kann nur C sein, wie gerade. Du strahlst sehr viel Selbstbewusstsein und Freude aus, und Begeisterung für dieses, wir nehmen C. Wir nehmen C, Kai. Ja. Hey. Aber vielleicht kommt das Selbstbewusstsein ja zurück. 1971 beriet das Parlament von Papua-Neuguinea über eine neue Flagge, kam jedoch zu keinem klaren Ergebnis. Nach zahlreichen Vorschlägen entschieden sich die Verantwortlichen für den Entwurf der künstlerisch begabten 15-jährigen Susan Herio Kariki, einer Schülerin einer katholischen Missionsschule. Sie kombinierte die bereits bestehenden Symbole mit Schwarz- und Rotfarben, die typisch für die traditionellen Zeremonien des Landes sind. Die von ihr kreierte Fahne ist bis heute die offizielle Nationalflagge. Sehr coole Flagge. Yep, ihr seid bei 1000 Euro. Eine schöne Flagge. Ja. Gott sei Dank haben wir die Flaggen genommen. Jetzt darfst du wieder gerne aus. Ich habe mich eben vorgeprescht. Dann lassen wir doch uns mal, machen wir doch mal clever. Ja, das ist gut. Welches Hausmittel kann mit Wasser verdünnt getrunken werden, um Verdauungsbeschwerden vorzubeugen? A. Apfelessig, B. Ketchup oder C. Agavendicksaft. Boah, das ist aber einfach. Das ist wirklich einfach. Das ist A, ne? Also Ketchup kann man doch ausschließen, oder? Ja. Ketchup ist ja nur Zucker und also ich weiß auch Tomate. Tomate ist nicht so gut für den Magen. Das Problem ist, ich habe gerade sowas, ich will eigentlich gar nicht weiter viel diskutieren, sonst komme ich auf andere Gedanken. Also ich kenne das, dass man morgens zum Beispiel lauwarmes Wasser trinken soll, entweder mit Zitrone oder halt erst irgendwas mit Essig. Das kann auch, muss nicht unbedingt Apfelessig sein. So, und das trinkst du morgens. Also Zitrone ist ja zum Beispiel auch keine Säure, sondern ist basisch. Ja. Jetzt gilt das für Essig auch. Ich weiß nur, dass man mit Essig ordentlich den Abfluss reinigen kann. Nee, Essig ist auch ein sauer. Was, ist leider was sauer. Ist sauer, aber es gilt als basisch, meine ich. Ja, aber ich kenne das, dass man lauwarmes Wasser, Essig rein, und das soll man nicht morgens. Okay, dann wird das stimmen.
Ey, wofür wollt ihr euch? Ich glaube, dein erstes Gefühl, dem muss man doch auch mal nachgehen. Ah. Viel Glück. Weil ich das noch nie von dir gehört habe. Apfel, Essig. Um für eine bessere Verdauung zu sorgen, kann es helfen, regelmäßig ein Glas Wasser mit 1 bis 2 Teelöffeln Apfelessig zu trinken. Apfelessig bildet während der Gärung Milchsäurebakterien. Sie wirken gegen schädliche Darmbakterien und lindern Verdauungsbeschwerden. Außerdem regt der Apfelessig die Speichel- und Magensaftproduktion an und kann damit die Verdauung ankurbeln. Richtige Antwort. Auch ihr steht bei 1.000 Euro. So machen wir jetzt weiter. Ja, was gelernt? Schluss. Wir könnten jetzt mit Trick 17 in die gleiche, also eine ähnliche Frage. Ich habe das Gefühl, die schwersten Kategorien hier haben die besten Fragen. Ja, das deswegen sollten auch. Wir jetzt die schwerste Kategorie nehmen, oder? Ja, was ist denn für dich die schwerste Kategorie? Das, was Kategorie? Wir so gar nicht können. Also was? Technik wäre das für mich. Technik. Die TU Darmstadt warnt, dass mit Hilfe einer von ihr mitentwickelten Technik namens Ghost Touch A. Smartphones wie von Geisterhand ferngesteuert werden können, B. smarte Kühlschränke unerwünschte Dinge bestellen können oder C. sich elektrische Motorhauben während der Fahrt entriegeln können. Tja. Ghost Touch. Also ich würde nur C ausschließen. Denn wenn sich elektrische Motorhauben während der Fahrt entriegeln können, würde man das nicht in dieser Sendung bekannt geben, sondern man würde eine Rückrufaktion an damit ausgestattete Fahrzeugbesitzer schicken. Mhm. Also die Frage ist, was haben die eigentlich entwickelt? Genau. Was könnte Ghost Touch bedeuten? Naja, also bei Smartphones, Ghost Touch heißt also Geisterberührung. Als würde man auf dem Touchscreen Dinge berühren, ohne, also es werden Dinge berührt, ohne dass du sie berührst, weil jemand anders das auf seinem Gerät macht. Also das ich kenne ja ein Verfahren, das habe ich mal gemacht, da kann sich jemand in dein Handy einloggen. Und der kann deine Kamera steuern, der kann irgendwas in deinem Menü machen, der kann in deine Apps gehen, etc. Warum wurde das gemacht? Das ist wie ein, was habe ich da gemacht? Das ist wie so ein, wenn man eine Online-Unterschrift gibt für etwas, das wird dann... Ach so, eine Verifizierung, yeah. Genau. Und deswegen habe ich gerade gedacht, okay, Smartphones wie von Geisterhand ferngesteuert werden können. Allerdings, ich glaube, da wird es in Deutschland so ein Aufschrei, also nicht nur Deutschland, auf der ganzen Welt ein Aufschrei geben, oder? Werner, wofür bist du denn? Ich bin für A. Bist du? Ja, weil das kenne ich. Also bei mir auf dem Rechner hat man auch schon Dinge gemacht. Und vielleicht ist das genau da. Wenn du es auch noch beschreibst, dass es das gibt. Ja, ja. Also und schon bei dir passiert ist, dann ist das ja noch naheliegender. Ich dachte zwar eher so ein bisschen B, aber... Aber wieso waren die? Also es darf ja nicht passieren. Ja, dass man weiß, dass das nicht benutzt wird, dass man darauf achtet, was da passiert. Ich hatte das, glaube ich, sogar schon mal, dass das bei mir irgendwie passiert ist, aber aus irgendwelchen merkwürdigen anderen Gründen. Also, dass jemand in deinem Handy war? Ja, also weiß ich nicht. Das hört aber ich bin auf. Dann ganz schnell wieder raus. Aber ich denke mir auch, so smarte Kühlschränke bestellen selber Dinge. Also kann natürlich sein, aber das wäre wirklich zu sehen. Ich finde A viel wichtiger. Das sollten wir viel eher hier besprechen als B. Ja? Ja, bin dafür. Wir nehmen A. Ja. Achtung, ich starte den Film, wie von Geisterhand. Um eine schädliche Software wie ein Virus auf ein Handy zu laden, muss der Benutzer meist versehentlich einen Link anklicken. Mittels eines sogenannten Ghost Touches kann Schadsoftware nun aber auch ohne das Zutun eines Nutzers auf dem Smartphone installiert werden. In Kooperation mit der chinesischen Zhejiang-Universität forschte die TU Darmstadt zu dieser potenziellen Sicherheitslücke, bei der mithilfe sogenannter elektromagnetischer Interferenzen Berührungen auf dem Display imitiert werden können. Die Forschungsergebnisse werden auf der USENIX-Sicherheitskonferenz 2022 in Boston präsentiert und sollen präventiv vor einem möglichen Missbrauch schützen. 1.500 Euro. Bin ich ja froh, dass mein Auto nicht zurückgerufen wird. Nächste Kategorie. Helden, ich glaube, du bist wieder dran, ne? Dann nehmen wir Trick 17. Hammer. Wir bleiben bei den einfachen Kategorien. Ja. Beim Ziehen von Sprossen. Oh, scheiße.
sollten bestenfalls auch einige Senf- oder Rettichsamen hinzugegeben werden, weil sie a. den Keimvorgang der Samen beschleunigen, b. die Feuchtigkeit besonders lange im Sprossenglas halten oder c. das Wachstum unerwünschter Mikroorganismen hemmen können. Okay, wir wollen Sprossen aufziehen, züchten. So, Senf- und Rettichsamen, den Keimvorgang der Samen beschleunigen. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei manchen Sachen, wenn du eine Bananenschale unten vergräbst, bei Salat, dass der dann schneller kommt. Also, dass das sozusagen den Keimvorgang beschleunigt. Feuchtigkeit, weiß ich nicht, Senf- oder Rettichsamen, was das für einen Einfluss haben könnte. Aber Wachstum unerwünschter Mikroorganismen kann ich mir auch irgendwie vorstellen, oder? Kannst du dir nicht vorstellen? Doch. Also, so. Warum nicht? Vielleicht. Also Senf und Rettichsamen haben ja wahrscheinlich gemeinsam, dass sie eine gewisse Schärfe haben. Und vielleicht haben Mikroorganismen eine bestimmte Art, eine natürliche Abneigung gegen Schärfe. Und dadurch kommt eine Schärfe in die Erde und es hemmt die dann eben. Weil sie sagen, nee, dit ist mir jetzt zu scharf. Keimvorgang kann ich mir auch vorstellen. Komm, Elton, ich brauche dein geballtes Fachwissen. Ja, das heißt also, die Mikroorganismen setzen sich an den Samen fest. Und Senf, Rettich, aber es ist die Frage, ob die Sprossen vom Rettich auch schon so scharf sind. Oder ob der Rettich nicht, wenn er ausgewachsen ist, erst diese Schärfe oder Bitterstoffe entwickelt. Ob der Samen vielleicht auch scharf ist. Ja, bei Senf ja genauso, ne? Wahrscheinlich ist es eher A. Wir können natürlich jetzt das Publikum fragen, weil wir haben ja noch einen Schild. Warum ist das eigentlich nicht bei Im Grünen? Wollte ich noch mal den Moderator fragen. Ja, das ist schon auch Trick 17. Also, verstehe. Das ist so. Im Grünen haben wir was anders Spannendes. Das ist vielleicht ein klassisches Publikumsding, weil irgendjemand das schon mal sich gemacht schon im Garten auskennen und weiß das im Zweifel. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich würde nur B ausschließen, ja. Was aber auch noch nicht mal heißt, dass das falsch ist. Weil vielleicht ist das eine super Publikumsfrage. Du hast ja recht. Wir nehmen das Publikum. Mhm. Ja, danke. Ja, nicht so forsch. Nee. Echt eine super Publikumsfrage. Nein, aber du musst erst mal. Ah, oh. Oh. Da oben haben wir jemanden. Okay. Wir wissen es ja auch nicht. Also man kann dann jetzt nicht viel falsch machen. Ja, so, danke schön. So, ich glaube, die Dame hat einen großen Garten. Hallo. Ja. Stimmt zwar, ja. Aber Sprossen ziehe ich selten. Ja. Ah, okay. Wie heißt du? Felicia aus Hallo. Schönkirchen bei Kiel. Aha, hallo, herzlich hallo. Willkommen, Felicia. Also ich würde zu C tendieren, auch wegen der Schärfe. Okay, das mag ich immer so alle. Ja. Ja, gemelden wollte ich mich nicht, ne? Aber ne? Okay, C ist gut. Eingeloggt. Ne? Dann ja, hoffentlich ist es gut. Müssen wir nur noch schauen, ob das der richtige Trick 17 ist. Frische Sprossen eignen sich etwa als knackiges Topping für Salate. Wer die gesunden Keimlinge in einem Sprossenglas ziehen möchte, sollte auf Hygiene achten, denn das feuchte Klima bietet ideale Bedingungen für Mikroorganismen. Wichtig ist eine gute Luftzufuhr im Glas und dass die Samen regelmäßig mit frischem Wasser durchspült werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, der Samenmischung Senf- oder Rettichsamen hinzuzugeben, da sie das Wachstum unerwünschter Schimmelpilze oder Bakterien hemmen können. Guter, richtige Antwort. Oh, da dürft ihr dankbar sein. 1500 Euro. Und wir haben noch Im Grünen, Antike, das Fragezeichen und Japan. Was ist denn die für dich schwerste Kategorie? Ich würde sagen, sind alle gleich. Antike. Mhm. Ja, hätte ich jetzt auch was gesagt. Antike ist. Wir verstehen uns einfach. Ja, das ist super. In den Epen Elias und Odyssee von Homer. A. Stehen sieben Namen, nach denen sich antike römische Kaiser benannten. B. Wird kein einziges Mal die Farbe blau erwähnt. Oder C. Ist bereits die Rede von ungesundem, schnellem Essen. Das ist jetzt ja wirklich krass. Wenn C das wäre, fände ich das cool, oder? Ja. Das wäre mal eine frühe Aussage. Hätten die das schon so früh erkannt und gewusst, dass schnelles Essen ungesund ist? Das kann ich mir schon vorstellen. Also allein schon der Begriff ungesund ist wahrscheinlich damals anders definiert, dass das dann zu Unwohlsein fühlt oder zu der Niederliegung oder wie auch immer man das schön im Griechischen formulieren würde. Elias und in der Odyssee. Also, dass da kein einziges Mal die Farbe blau erwähnt wird, wäre natürlich, fände ich spannend.
Ich fände es so toll, wenn es C wäre. Ja, wir können ja einfach hoffen, dass der Kai dir eine Freude macht. Aber, also... Stehen 7 Namen, nach denen sich antike römische Kaiser benannten. Das ist natürlich... Also da tauchen wahrscheinlich in beiden Epentauern relativ viele Namen auf. Ja. Auf. Mir fällt aber jetzt ehrlich gesagt nicht ein, also wenn ich Augustus, Julius... Ich habe ja das Gefühl, ihr müsst raten. Ja, ja. Ich bin nicht ganz raten, aber fast. Ich würde einfach nur A ausschließen. Okay. Wenn du noch eine zweite Antwort ausschließen kannst, würden wir die dritte nehmen. Ja. Dir gefällt C, ne? Ich schwank so ein bisschen zwischen B und C, weil das wäre natürlich lustig, wenn gerade bei der Odyssee, wo der da übers Meer fährt, nicht einmal die Farbe Blau erwähnt wird. Mhm. Es kann natürlich sein, dass Blau auf Griechisch ein Wort ist, was sich auf nichts anderes reimt und deswegen hat das auch weggelassen. Das Tja, B oder C. Was machen wir? Aber C ist natürlich, ist das Schönere, ne? Ist ein Schöner, ja. Wir nehmen die schönere Antwort und nehmen C. Und ich schau mal, was ich für euch tun kann. Homer verwendete in seinen Epen Elias und Odyssee die altgriechischen Wörter für schwarz, weiß, rot, grün und gelb. Das später für blau verwendete Wort Kyanos nutzt er noch in der Bedeutung für dunkel. Ein eigenes Wort für blau hingegen kommt kein einziges Mal vor. Das später gerne etwa als azurblau bezeichnete Meer beschreibt Homer als dunkel wie Wein. In der Linguistik wird dies auf die in allen bekannten Sprachen sehr späte Entstehung von Bezeichnungen für blau zurückgeführt. Da die Farbe blau in der Natur selten ist, wird angenommen, dass erst die Verbreitung künstlicher blauer Farbstoffe zur Entstehung eines Bewusstseins für die Farbe führte. Ah. Es bleibt bei 1500 Euro und ihr könnt in Führung gehen. Nächste Kategorie. Ich muss wieder, ne? Wieso bist du so im Grün, ist nicht so dein Ding? Nee. Willst du dann lieber das Fragezeichen? Ja. Nehmen wir das Fragezeichen. Ja. Wo wird von einer Unverfallbarkeit gesprochen? A. Getrocknete Küchenkräuter. B. Betriebliche Altersversorgung. Oder C. Wohnrecht in einer Erbengemeinschaft. Shit. Eine Unverfallbarkeit. Also ich meine, getrocknete Küchenkräuter sind unverfallbar. Ne? Die sind ja nun eben getrocknet, das heißt, sie können nicht wegen Feuchtigkeit irgendwie schimmeln oder irgendwas. Mhm. Und also ich meine, die kannst du 10 Jahre im Regal stehen lassen, da passiert natürlich nichts. Aber natürlich per Gesetz musst du ein Verfallbarkeitsdatum auf jedes Lebensmittel schreiben. Trotzdem sind die natürlich eigentlich unverfallbar. Ja, ich weiß, das finde ich gut. Ja. Betriebliche Altersversorgung? Unverfallbarkeit? Also du glaubst doch nicht, dass irgendwas mit Altersvorsorge zu tun hat. Unverfallbar ist. Also doch, also... Die Renten sind sicher? Ja... Wohnrecht das, in der Gemeinschaft. Ja, was ist... Also die betriebliche Altersversorgung ist halt die Rente. Ist aber... Du musst ja auch schon irgendwie was eingezahlt haben. Also nicht, dass das heißt, du kriegst auf jeden Fall eine Rente, egal wie hoch die ist. Mhm. Das verfällt nicht. Verfällt das nicht? Egal, auch... Also wenn du was verfällt auch nicht bei Straftaten und sowas, ne? Ja, aber wenn du was eingezahlt hast, dass das nicht verfällt. Also das kriegst du auf jeden Fall wieder. Ob das hochverzinst ist oder nicht, das weiß ich. Also nur, also ich würde das jetzt nicht nehmen, ja. Aber nur als Gedanke. Und Wohnrecht in einer Erbengemeinschaft, also... Also wenn... ich jetzt in einem Haus wohne, was dein Vater mir vermietet hat, dein Vater stirbt, kannst du sagen, die sollen raus. Das geht. Ja, genau, also und ob ich jetzt 2 Brüder habe, dann wären wir in der Erbengemeinschaft oder nicht, das ändert doch an der Situation nichts, oder? Nee, wollen wir dann, weil wir B und C nicht richtig verstehen, wollen wir A nehmen? So ist das. In dem A. Ja. Der Begriff Unverfallbarkeit stammt aus dem Arbeitsrecht und meint die Anwartschaft auf eine betriebliche Altersversorgung. Das Betriebsrentengesetz spricht von einer Unverfallbarkeit, wenn selbst nach frühzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Wahrung bestimmter Bedingungen die Anwartschaft auf Versorgungsleistungen zumindest teilweise aufrechterhalten bleibt. Denn die betriebliche Altersversorgung ist Teil der Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und darf daher nicht mehr vollständig entzogen werden. Was eingezahlt hat. Klar. Ja.
Ihr seid beide Freiberufler. Es bleibt bei 1.500 Euro. Ja. Die Einzahlung. Ihr habt noch mal die Wahl, im Grünen oder Japan. Ich hätte lieber Japan. Wirklich? Let's do it. Japan. Warst du mal in Japan? No. Damit Menschen aus Tokio ihrem stressigen Alltag entfliehen können, A, wird abends auf großen öffentlichen Plätzen Kindermusik gespielt, B, hängen über 1.200 Schaukeln an Bus- und Bahnhaltestellen oder C, werden Muscheln aus China zum Sammeln am Stadtstrand verteilt. Ach, das ist leider alles gut. Du warst schon mal in Japan, Lina? Nee, war noch nie in Japan tatsächlich. Was lacht dich denn? Also findest du Kindermusik spannend? Das kommt auf die Dauer an. Ich würde auch sagen, also mich würde es nach einer Zeit schon stressen eher. Ja. Ich weiß nicht, ob sie denen was Gutes tun würden, wenn dann auf allen öffentlichen Plätzen Kindermusik gespielt werden würde. Fände ich auch merkwürdig. Also was auf jeden Fall total cool und sinnvoll wäre, wäre B, 1200 Schaukeln an Bus- und Bahnhaltestellen, weil jeder weiß das, ein Kind wartet nicht gerne. Und mein Kind ist sehr ungeduldig und will sich immer bewegen und immer was machen. Und wenn da Schaukeln sind an solchen Orten, wo man eigentlich sehr lange warten muss, würde das, glaube ich, einem sehr viel Stress ersparen. Aber es geht also so. Aber die Muscheln finde ich irgendwie auch ganz süß. Die Muscheln gefallen mir am allerbesten. Ja, irgendwie auch am besten. Also ich finde C gefühlt. Weil das ist wirklich dem stressigen Alltag entfliehen, weil die Schaukeln, das ist eher zum Stressabbau wäre das, weil die sind ja vorher auf dem Weg zur Bushaltestelle und danach im Bus. Ja, also ich bin da sehr bei C. Ich finde vor allem das ja sehr lustig, dass die da in China Muscheln kaufen. Also ich fände B auch mega cool, die dann cool, so unterrühren und die Leute, die dann suchen und sammeln, entspannen. Ja. Die geben die auch hinten wieder ab, damit die wieder verteilt werden können. Ja, wie super. Das finde ich, damit kann man den stressigen Alltag. Wir sind eigentlich wieder bei C. Da sind wir relativ oft heute, ne? Mhm. Und es hat ja, sage ich mal so, Mars von Menos ganz gut funktioniert. Mehr als die Hälfte funktioniert. Wir nehmen noch mal C. Mhm. Also ich habe das mit diesen vielen Schaukeln schon mal irgendwo gesehen. Aber ich glaube, das war in Hollywood. Tokio ist mit seinen knapp 10 Millionen Einwohnern eine der größten und dicht besiedelten Städte der Welt. Doch auch wenn die Bewohner der Stadt in der Natur entspannen wollen, kann es voll werden. Besonders an den Wochenenden drängen sich die Menschen an Stränden in der Nähe der Stadt, um Muscheln zu sammeln. Damit auch immer ausreichend viele gefunden werden können, werden extra Muscheln aus China importiert und regelmäßig von Betreibern am Strand verteilt. Die Welt ist schon verrückt, oder? So, ihr habt das Kind geschaukelt, 2000 Euro sind's. Ihr habt noch eine Frage. Und du hast deinen im Grünen jetzt. Aus ja, der Kategorie im Grünen. Die Marillenblüte. So. A, ist ein Indikator für bevorstehende Krötenwanderungen. B, wird durch den Balzruf des Kleibers aktiviert. What? Oder C, setzt nur an windreichen Tagen ein. Da muss ich auch lachen. Ja. Gut. Also Balzruf des Kleibers, ernsthaft? Das glaube ich jetzt auch. Also die können ja nicht hören. So, es ist ein Indikator für bevorstehende Krötenwanderung. Das heißt, wenn die blühen... Bestimmte Temperatur und Luftfeuchtigkeit vielleicht? Ja, hauen dann die Kröten ab und gehen los. Ja. So. Windreichen Tagen ist natürlich irgendwie logisch, ne? Weil die vielleicht so ein bisschen Anschwung brauchen. Weil auf der Blüte vielleicht, so wie bei der Magnolie, eine Haube sitzt. Die dann, vielleicht muss die abgeweht werden. So. Ja, aber eine Blüte ist doch eigentlich dafür da, damit die Pflanze sich vermehrt, damit die bestäubt werden kann. Und wenn das nur an windreichen Tagen ist, und da geht's wieder los, was ist denn ein windreicher Tag? Na ja, gut. Ist es ein Sturm, ist es eine Böe? Oder? Die Hamburger, wahrscheinlich ist dann hier jeden Tag ein Windreich. Ja, die blühten das ganze Jahr über. Die Marille, immer. Wofür seid ihr denn? Dann kann ja nur noch A tatsächlich übrig. Ja, das heißt, wenn die blüht, dann ist auch die Zeit der Krötenwanderung. Dann muss man auf den Straßen ein bisschen aufpassen. Also ich könnte mir auch C vorstellen, aber irgendwie klingt es klingt so biologisch intelligent A, ne? Ja, dann nehmen wir doch mal A. Mhm. Es geht ja auch noch mal um 500 Kröten. Ja. 2021 hat ein österreichisches Forschungsteam Daten aus den Jahren 2000 bis 2018 zur Blüte von 7 Pflanzenarten ausgewertet und diese mit der Laichwanderung von Amphibien verglichen.
Ein starker Zusammenhang ergab sich zwischen Marillenblüte und den Wanderungen von Erdkröte und Grasfrosch. Blühte die Marille am 1. März, begann die Laichwanderung meist 5 Tage danach. Je später die Bäume blühten, desto näher am Termin begannen die Frösche und Kröten zu wandern. Wer die Marillenblüte im Auge behält, kann rechtzeitig lebensrettende Schutzmaßnahmen für die Tiere einleiten. Und auch hier nochmal 500 Euro. Und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Lena Gerke und Bernhard haben 2.000 Euro auf dem Konto. Johannes Strate und Elton auch 2.000 Euro. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Für wen schrieb Paul McCartney das Lied Hey Jude? A. Seine Tochter, B. John Lennons Sohn oder C. Judy Garland. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir haben schon viel Spannendes heute erfahren. Lena Gerke ist zu Gast im Team mit Bernhard. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Und Ihnen gegenüber Johannes Strate mit Elton, auch 2.000 Euro auf dem Konto. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Für wen schrieb Paul McCartney das Lied Hey Jude? A. Seine Tochter, B. John Lennons Sohn oder C. Judy Garland. Wie viel Geld haben die beiden Teams gesetzt? Lena und Bernhard haben gesetzt. Alles. Johannes und Elton haben gesetzt. Auch alles. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort C. Team Elton tippt auf Antwort B. Es wurde geklatscht auf deiner Seite. Gewöhn dich dran. Und hier war Ruhe. Paul McCartney hat dieses Lied auf jeden Fall zum Trost geschrieben. Oh, den hätten wir zum Trost. Den hätten wir nicht genommen. Zum Trost für Jules, dessen Eltern sich haben scheiden lassen. Die Eltern Cynthia und John. Es war der Sohn von John Lennon. Antwort B ist richtig. Und damit gewinnen Johannes und Elton 4.000 Euro. Julian, so hieß er eigentlich. Julian, ne? Ja, Julian, Lennon. So hieß der Sohn. Ja. Ne? Julian Lennon, den kennen wir, der hat ja, ja später auch selber Musik gemacht. 4.000 Euro, das heißt für jeden von euch 80 Euro. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 80 Euro auch für unsere drei Epic-Spieler, die heute gewonnen haben. Vielen Dank an unsere beiden Gäste. Danke, Lena Gerke. Vielen Dank, Lena. Danke an Johannes Strate, danke an Bernhard Melten. Morgen Abend sehen wir wieder, da gibt es ein Kochduell hier bei uns. Christian Lohse und Nelson Müller sind morgen zu Gast. Also, bis dann, morgen kurz vor 6.